Arbeit hier zu tun. Ich werde den Verdacht nicht los, dass es etwas mit meinem Ausscheiden aus der Army zu tun hat. Meine Arbeit an den Simulatoren steht mit diesem Job höchstens oberflächlich in Verbindung. Und Kims Unfall? Nein, die Ermittlungen sind längst eingestellt. Obwohl, wer weiß, vielleicht hat Kim sich bei denen gemeldet? Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch sagen soll. Könnte ich ihr meine Augen geben? Ich würde es tun. Sie schickt mir Sachen ins Hotel, fast jeden Tag. Ich habe Angst, dass sie es ernst meint. Und ich kann nichts tun. Wenn ich sie anrufe, rege ich mich auf. Das macht es nur schlimmer. Ich muss mich beruhigen. Vielleicht kriege ich es dann nochmal wieder hin. Vielleicht. Ich träume schlecht. Jede Nacht. Im Hotel schauen mich die Leute schon komisch an. Privatnotiz Ende. Ich fürchte, das wird noch ein böses Ende nehmen, wenn es so weitergeht. Kapitel 4. Versunken. Ich sollte Terry anrufen. Na, dann mach das mal. Ingram? Hi, ich bin's. David. Hör mal, tut mir leid wegen gestern. Ich bin ein bisschen mit den Nerven runter. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich hier für Ärger habe. Mal was anderes. Terry, du musst mir Geld leihen. $2,000. Kannst du mir das schicken? Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, Kim hat die Kreditkarte sperren lassen. Also, geht das? Nein. Nein? Wieso nicht? Bist du nicht flüssig? Ich werde das nicht unterstützen, David. Du wirst was nicht unterstützen? Du bist am Ende. Merkst du das nicht? Kim hat das Konto nicht überzogen, David. Warum lügst du? Natürlich hat sie. Sie kann selbst kein Geld mehr abholen. Das kann nicht sein. Oh doch. Ich denke schon, dass das sein kann. Sie hat mir noch andere Dinge über dich erzählt, David. Dinge, die bei dir immer anders klangen. Du gehörst in Behandlung. Sofort. Was hat Kim gesagt? Sie hat mir von der Party erzählt, David. Du warst betrunken. Du hast die Petroleumflasche nach ihr geworfen. Die Flasche ist im Grill gelandet. Und es war deine Schuld. Das ist nicht wahr. Doch, David. Es ist wahr. Es war ein Unfall. Nein. Es war deine Schuld. Es wird Zeit, dass du dir das eingestehst. Das ist nicht wahr. Hör auf. Bei deiner Army-Entlassung war es doch genau dasselbe. Du warst betrunken und du hast einen der Probanden angegriffen. Am Simulator. Während der Sitzung. Ich... Es steht in deiner Akte. Meine Akte? Woher hast du meine Akte? Frank hat sie angefordert. Meine Akte ist bei der verdammten NSA. Nicht mehr. Frank hat eine Kopie für den Scheidungsprozess. Das ist ja wohl das Allerletzte. Nein. Das Allerletzte ist das, was du machst. Was mich angeht, ich verkrafte das. Aber was du mit Kim machst, David, das ist unverzeihlich. Was mache ich denn mit ihr? Hat sie dir erzählt, dass sie ein Messer mit ins Bett nimmt? Ein Messer? Ein Messer. Sie schläft keine Nacht mehr. Und der Grund bist du. Warum hat sie das nicht mir erzählt? Schrei mich nicht an. Du hättest dich sofort in Behandlung begeben müssen. Schon damals, nach deiner Entlassung. Deine Ehe rettest du nicht mehr. Aber vielleicht rettest du wenigstens dich selbst. Terry, ich kann das nicht glauben. Was ist nur passiert mit uns? Die Frage ist, was ist passiert mit dir? Vielleicht findest du es raus. Ich wünsche es dir. Was ist mit Kim? Kann ich... Ich kümmere mich um sie. Ich muss Schluss machen. Mach's gut. Mr. Flynn? Sir? Okay. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Na dann, auf zur fröhlichen Arbeit. Oh, zum ersten Mal stehen da auch Leute. Aha. Sieh mal an, mein bekanntes Gesicht. Ach, und Dr. Young, na sieh an. Moment mal.
Ist das da hinten nicht? Ja, das ist er. Hi. Tja, so sieht man sich wieder, was? Oh, Mr. McNamara. Sie kennen sich? Ja, ja, natürlich. Wenn man oft die Fähre benutzt, kennt man irgendwann jeden, der mitfährt. Mhm. Meine Güte. Der Sturm ist noch stärker heute. Man muss verdammt aufpassen, dass man nicht zu dicht an den Anleger geht. Absolut. Wissen Sie, wie tief das Wasser hier ist? Wissen Sie's? 15 Meter. Das ist eine Menge. Oh ja. Sind Sie ein guter Schwimmer? Nicht so besonders. Ich auch nicht. Dann passen wir wohl besser auf uns auf. Mhm. Sie sind so still, Doktor. Etwas nicht in Ordnung? Doch, doch, alles bestens. Die Fähre kommt. Wir können uns ja an Bord noch ein bisschen unterhalten. Sicher. Also dann. Netter Kerl, dieser Mister. Wie heißt er eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie zufällig, für welche Firma er arbeitet? Nein, und es interessiert mich auch nicht. Was ist? Kommen Sie nicht mit rein? Nein, ich muss noch etwas erledigen. Ach so. Nachher bin ich aber für Sie da. Und Sie haben ja den Beeper. Ich bin ganz in der Nähe. Na gut, dann sehen wir uns nachher. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. Ich bin gut vorangekommen. Die Mädchen sind sehr zugänglich inzwischen. So, das freut mich. Naja, bis später. Das kann man doch falsch verstehen bei Jutta. Na ja. Schauen wir nach. Oh oh. Oh mein Gott. Vielleicht doch nicht sagen sollen, dass die Ascent 2 am besten funktioniert. Oh Gott. Oh mein Gott. Dr. Young! Dr. Young! Ich muss ihn sofort herrufen. Oh Mann. Was gibt's denn schon wieder? Na, gucken Sie selbst. Oh, gute Güte. Tja, das sieht aber nicht gut aus. Ja. Da ist nichts mehr zu machen. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Wie ist das passiert? Ich würde sagen, sie hat sich die Pulsadern geöffnet. Mit einem stumpfen Gegenstand. Oh. Wird nicht leicht gewesen sein. Wie konnte das passieren? Hat denn niemand etwas bemerkt? Sie hatten ja selbst darum gebeten, dass wir die Patienten in Ruhe lassen, David. Das ist das Ergebnis. Ich gratuliere. Was soll das heißen? Wollen Sie sagen, das hier ist meine Schuld? Sie muss obduziert werden. Ich will wissen, wie das passieren konnte. Sie sehen es doch. Sie haben einen Fehler gemacht. Und nicht den ersten. Ich habe einen Fehler gemacht? Ich rufe jetzt den Krankenwagen. Oh mein Gott. Mein Gott, das darf alles nicht wahr sein. Oh Mann. Der Tag kann ja nur besser werden. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich komme morgen. Ich habe alle Unterlagen zusammengesucht. Es müssten heute Abend auch Sachen für dich im Hotel ankommen. Na dann bis morgen um 8, Kim. Ja, das hat man jetzt auch. Ich sollte Moretti anrufen. Ah, okay. Schön, das zu erfahren. Detective, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, ich weiß. Sie wissen was? Die Patientin aus Zelle 2 ist tot. Woher wissen Sie das? Wir haben gerade die Anzeige bekommen. Anzeige? Sie hat sich umgebracht. Doc, jeder gewaltsame Todesfall wird auf Mord überprüft. Sie werden also Dr. Young und Tamara überprüfen? Wir haben schon mit den beiden telefoniert. Sie geben an, zum fraglichen Zeitpunkt zusammen gewesen zu sein. Und Sie haben zu Protokoll gegeben, dass Sie Anweisungen gegeben haben, die Patienten allein zu lassen. Das stimmt so nicht. Ich hatte... Sie können mir das heute Abend in Ruhe erzählen. Ich muss Sie aber informieren, Doc, dass das keine private Abendverabredung wird. Aha. So
Tut mir leid, Doc. Ein Todesfall. Das ist kein Spaß. Es kann sein, dass Sie Ärger bekommen. Wie lautet der Vorwurf? Fahrlässige Tötung. Das ist absurd. Alle Patienten waren in stabilem Zustand. Ich habe beachtliche Erfolge erzielt. Ich kann mir absolut nicht erklären, was das Mädchen so plötzlich in den Tod treiben sollte. An Ihrer Stelle würde ich eher nochmal mit Dr. Young reden. Doc, Ihre persönliche Geschichte mit Dr. Young geht langsam in Richtung fixe Idee. Ich bin Polizist, ich halte mich an die Fakten. Und die Fakten sind, dass Sie mit der Patientin zuletzt Kontakt hatten. Und dass Sie dem Aufsichtspersonal verboten haben, sich um Sie zu kümmern. Na, großartig. Also, heute Abend, Doc. Seien Sie pünktlich. Und noch was. Was immer passiert, Sie bleiben bitte in der Stadt, bis die Sache geklärt ist. Ja, sicher. Oh Mann, oh Mann. Kann's denn noch besser werden? Na, geht's ein bisschen besser? Müde. Immer noch müde. Immer noch. Können wir trotzdem eine Sitzung machen? Ich kann's versuchen. Okay, versuchen wir's. Doc? Ja? Ich habe heute Nacht Schreie gehört. Waren das echte Schreie? Oder waren das meine Erinnerungen? Wir sprechen später darüber. Ich habe Angst, Doc. Ja, das verstehe ich. Wir sind hier nicht sicher, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde tun, was ich kann, um euch herauszuholen. Halte durch. Und lass uns an deinen Erinnerungen arbeiten. Wenn wir herausfinden, was passiert ist, werde ich euch frei bekommen. Konzentrier dich. Ihr wart in dieser Küche. Weißt du das wieder? Ja, die Küche. Was ist passiert? Was habt ihr dort getan? Also ich wahrscheinlich bewaffnet. Das sag ich doch. Autsch, die arme Taube. Oh Gott, ich hätte ihn fast erschossen. Ihr habt euch bewaffnet. Woher hattet ihr die Waffen? Komm schon, denk nach. Erinnere dich. Ui, gleich zwei Flashbacks. Na los! Komm schon, Fettsack. Ich kann das nicht. Wie soll ich da runterkommen? Wie wär's mit Springen? Sie zwingen mich, in den Brunnen zu steigen. Ich will das nicht. Und? Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Er ist zum Haus gegangen, glaube ich. Das werden wir herausfinden. Ich danke dir. Okay, das war doch mal schön. Aber gut, ich mache erstmal eine Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.